Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 4 Black Flag. Ja, ich musste hier kurz mal ins Pausemenü, weil in der letzten Aufnahme habe ich die Aufnahme dann gestoppt und direkt als ich aufgehört hatte zu stoppen, kam der Typ, den wir töten sollen, hier die Leiter hoch. Und deswegen musste ich gerade mal Pause machen. Der kommt jetzt hier also direkt die Leiter hoch. Der Typ. Hohoho, das sind die 1000 Real. Schöner Tritt in die Eichel. Und ab runter mit ihm. So soll's sein, ey. Mhm, sehr gut. Den hätten wir also. Oh, ich hab ne... wir haben 5000 Real. Ist das geil, oder was? Bin ich gut, oder was? Okay. Ich bin aber noch gelb. Also mich hat noch irgendjemand so ein bisschen im Visier. Aber egal, wir gehen jetzt mal hier rüber. Zacki, zacki. Was ist das jetzt? Piraten retten. Okay. Welche denn? Hier denn? Oder was? Bald liegst du in deinem eigenen Gekräuse. Wir haben ihn aber nicht gerettet. Doch. Danke. Kenway, richtig? Bitteschön. Und das sind wieder 100 Real auf unserem Konto. Ah, ich bin ein geiler Pirat. Und weil ich so geil bin. Ich hatte erst vor, die vier da anzugreifen. Dann habe ich es mir doch anders überlegt. Warte mal, jetzt gucke ich mal gerade. Nein, falsch. Auf die Map. Denn die beiden Assassinenaufträge hätten wir jetzt auch erfüllt, was sehr gut ist. Hier gibt es anscheinend noch einen. Und hier gibt es auch noch einen. Aber ich würde sagen, dass wir mal... ja, den Aussichtspunkt hier will ich noch haben. Und ich finde, dass wir einfach mal ein paar Schätze und sowas suchen könnten. Wenn wir jetzt hier unten sind, ist der nächste wohl erstmal der hier. Oder wir nehmen... Ne, den Aussichtspunkt haben wir schon, aber hier sind Animus-Fragmente, die könnte man holen. Und was ist das hier? Ein Manuskript. Gucken wir mal, was hier mit auf sich hat. Manuskript. Gehen wir mal dahin. Das ist wieder im Sperrgebiet. Was heißt denn das Schwert da? Würden die für mich kämpfen, oder was? Piraten anheuern. Drücken Sie B, um Piraten als Leibwache anzuheuern. Ach, krass. Okay, aber hier ist natürlich auch wieder ein krasses Sperrgebiet. Wie komme ich denn da hoch? Da komme ich hoch. Eine unschöne, nasse, gewittrige Nacht, Leute. Wer sieht mich jetzt? Ja, der kommt jetzt hier hoch, oder was? Was tut er? Okay, der ist weg. Ist da unten denn irgendwas zu verstecken? Oh, zieht er mich schon wieder, oder was? Da ist nichts zum Verstecken, sehe ich das richtig? Vielleicht auf der anderen Seite, also auf meiner Seite jetzt, aber das sehe ich ja nicht. Die Leiter da einfach mal. Ja, komm her, soll mal herkommen. Kriegt direkt Probleme, kriegt er. Gib uns dein Hab und Gut, 16 Real, arme Sau. Objekt aufheben, okay. Das brauche ich jetzt nicht. So, warte mal. Da ist ein Busch, habe ich doch gewusst. Also am besten die Leiter runter und direkt in den Busch. Das machen wir doch mal.
Muss ich nur gucken, ob mich da keiner sieht. Okay, mich hat einer gesehen. Und wieder hoch. Uiuiui. Haben wir schon wieder aufgegeben? Oder kommen die jetzt hier wieder hoch? Ah, da geht die Leiter da auch hoch. So. Was ist jetzt mit dem? Na komm, hör auf, mich anzuvisieren. So, jetzt hat er aufgehört. Jetzt nochmal versuchen, schnell die Leiter. Ach Gott, du! Runter zu klettern. Oder ich lasse mich einfach direkt in das Busch fallen. Der hat mich gesehen, der? Komm, der soll mal hier rüberkommen. Komm, 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 komm. Edward wartet auf dich. Zack. Abgemurkst. So, warte mal, wo ist denn jetzt diese scheiß Karte da? Kopier? Na, jetzt nicht. Die sollten mich eigentlich nicht sehen. Das ist die Schatzkarte-Truhe hier wahrscheinlich. Ein Manuskript. Manuskripte enthalten große Geheimnisse. Öffnen Sie die Datenbank, um sie zu studieren. Oh, große Geheimnisse. 2 von 7 in Havanna. Schauen wir mal gerade. Wo denn hier? Animus. E-Manual. Dokumente. Manuskripte. Voynich-Manuskript. Blatt 34R. Die 2 von 4 erhaltenen Seiten des mysteriösen Voynich-Manuskript. Sie wurde irgendwann nach 1705 aus dem Besitz von Peter Beckford gestohlen. Ihre Bedeutung ist unklar. Aha. Ja, lesen kann ich das nicht. Es scheint eine Pflanze zu sein. Ah. Tja, was sagt uns das? Nichts, Leute! Gar nichts! Okay, wir haben auf jeden Fall ein schönes Manuskript. Was da steht, haben wir hier noch. Ah ja. Okay, das lese ich jetzt nicht alles durch. Anmerkungen stehen diese Typen immer. In den Grüppchen können wir keine finden. Ah, okay, man kann die also irgendwie dann ausschalten. Wer ist das? Caroline Scott. Ist das unsere Freundin gewesen? Och nee, das lest du jetzt nicht alles durch, Kinder. Das kann ich ja irgendwann mal machen, aber irgendwie habe ich da jetzt gerade keine Lust zu. Schauplätze, Wahrzeichen, Schiffe. Gut, das lassen wir jetzt erstmal. Gehen mal wieder zurück ins Spiel. Dafür sind wir ja hier. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein schönes Voynich-Manuskript. Blatt 34R. Da bin ich stolz drauf. Das mag ich. Das ist gut. So, dann gehen wir hier mal wieder aus dem Sperrgebiet raus. Übrigens, wir haben 5601 Real. Sollten wir uns vielleicht neue Schwerter kaufen, weil hier direkt vor uns ein Shop ist. Oder nicht? Ich glaube erstmal noch nicht, oder? Wir sparen erstmal noch ein wenig. Noch kommen wir offensichtlich mit den Schwertern hier ganz gut aus. Au. Hier wollte ich aber nicht, gar nicht rein. Och Mann, jetzt blödes... Och, das gibt's doch nicht. So, jetzt aber. So, warte mal. Und das drücke ich auch immer falsch. So, jetzt wollte ich erstmal hier, ja, können wir uns gerade noch hier die Animus-Fragmente noch sichern. Und noch den Schatz, der da irgendwo dahinter ist. So, wo sind die denn? Irgendwo da oben? Nee, hier komme ich nicht hoch.
Fragmente, wo seid ihr? Hier oben? Offensichtlich. Ich nähere mich. Ah, da ist es. Da oben. Ganz dort oben. Zack. Okay, hätten wir. 4 von 15. Oh, Scheiße. So, der Schatz ist auch direkt da drüben irgendwo. Hier komme ich wahrscheinlich nicht rüber. Aber ist hier der Schatz? Sehe ich ihn? Nee. Wo ist er denn? Da ist er. Direkt hier neben dem. Okay, 6 von 20 Schätzen. So, dann nochmal auf die Map gucken. Was haben wir hier als nächstes? Oh, hier haben wir so ein Shanti. Gucken, ob wir das kriegen. Wo ist denn das? Sieht es jemand? 14 Meter. Da oben. Okay, da sollte ich aber am besten von dem Dach hören. Die fliegen ja weg. Da muss man mal aufpassen. Nein! Du Blödmann. Hier ist eine Leiter. Ah, es fliegt schon, oder was? Fuck, Ding da. Komm, komm. Nein, du Blödmann! Los! Ja! Ich hab's! Ich hab's! Ha! Ein Shanti, wofür auch immer es gut ist. 1 von 7. Krasser Typ, ey. Piraten befreien. Moment mal, wo denn? Hinter. Los! Ich suhl mich in deinem Blut, bevor ich Ketten trage. Na ja, du. Zack. Das ging einfach. Danke. Kein Problem, Bro. Richtig? Ich bin auf eurer Seite. Okay, dann hätten wir die auch noch befreit. Wir sind echt krass drauf. So, warte mal. Nochmal auf die Map gucken. Was haben wir denn noch? Den Turm, da haben wir. Hier sind Shops. Da ist eine Schatztruhe und noch ein Fragment. Das sichern wir uns. In die Richtung. Ja, ja, Havanna ist auf jeden Fall schon eine schöne Stadt, würde ich sagen. Mir gefällt es hier. Euch doch auch, oder? So, da steht einer am Dach. Gehen wir hier rüber. Ach, du solltest eigentlich da rüber gehen. Ach, was machst denn du? Vogel da, ey. So, warte mal, hier ist irgendwo der Schatz. Aber wo? Da oben oder was? Los. Da haben wir ihn ja. Was denn? Was ist dein Problem? Du willst Ärger, oder was? Zahn. Also nein. Ihr seid wirklich armselig. So, warte mal. Das Animus-Fragment sehe ich doch auch schon auf der Karte. Da ist es irgendwo. Da, auf dem Dach. Nicht ganz auf dem Dach. Nein! Blöd. Hallo, 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 Edway. Edway. Edward. Was machst du denn? Oh! Dieser blöde Heini, ey.
Steuerung regt mich aber auch manchmal auf. Da ist der Timer schon wieder abgelaufen. Und das Ding holen wir uns jetzt noch. Kenway, Kenway, Kenway. So, jetzt darüber. Da haben wir's. Okay. Das heißt, wir sitzen hier wie Batman. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Black Flag. Ciao, ciao. Danke fürs Zusehen.